Ich möchte euch heute mal eine Deko zeigen mit einem Steckigel. Also, so sieht der hier aus. Der hat wirklich hier oben so, ja, richtig harte Metallstifte drauf. Ich denke, das ist eine wunderbare Anschaffung, weil diese Deko können wir das ganze Jahr über benutzen. Wir kennen so einen Igel, also einen Steckigel, eigentlich von dem Ikebana. Das ist ja eine japanische Blumensteckkunst. Und ja, natürlich gibt es es mittlerweile auch hier. Und wir haben ja ganz oft vorher schon in Videos, habe ich ja immer diesen Mosi-Schwamm genommen. Aber der Vorteil an diesen wirklich harten Metalligeln hier ist, dass ich da auch ein bisschen hölzernes Material mit reinstecken kann. Und ich möchte euch heute einfach mal ganz viele verschiedene Möglichkeiten zeigen. Der Unterschied ist, dass wir jetzt hier eben auch wirklich mal ganz filigrane Gestecke machen können und wirklich einzelne Blüten richtig wunderbar in Szene setzen können. Und deshalb möchte ich euch das heute einfach mal zeigen. Und ja, dazu habe ich hier, das ist so eine schwarze Schüssel, fand ich passt am besten. Da kann denn natürlich dann noch Wasser rein. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Als erstes habe ich hier so eine pinkfarbene Gerbera. Und das kann man natürlich auch in jeder Höhe dann machen. Also ich zeige es einfach nochmal, weil das steckt man ganz einfach hier rein und schon steht es hier so. Also ist doch großartig. Und dazu kann dann natürlich noch ein bisschen was Grünes. Und da habe ich jetzt hier einfach so eine Farbenblätter. Mal gucken. Ich ja, mache das jetzt so, dass ihr das von eurer Seite aus gut seht. Manchmal könnte sowas dann einfach auch schon reichen. Dann brauchen wir nur eine Blüte und ein Blatt. Und wie gesagt, hier unten kommt noch Wasser rein. Das ist wirklich sehr apart. Und ja, so können wir einzelne Blüten wirklich in Szene setzen, weil wir ja nicht immer so üppige Sträuße jetzt haben. Und egal zu welcher Jahreszeit, ist es eine ganz, ganz wunderbare Möglichkeit. Ich lasse mal das Blatt hier so drin. Es ist eine Gartenglockenblume und die stecken wir jetzt hier einfach mal so ran. Oder auch schon so, finde ich. Dieses Farbenblatt hier ist natürlich auch ein schöner Hingucker und passt super gut dazu. Das ist ein Becherfarben, nennt sich das. Und so würde es schon mal gehen. Ja, ich habe hier jetzt einfach mal drei von diesen Gartenglockenblumen rangesteckt und finde das super schön. Also ich mache einfach mal weiter, bin ganz begeistert. Ja, machen wir verschiedene Farben. Jetzt haben wir Pink. Ja, das ist so ein dunkel-lila, würde ich mal sagen, ne? Diese Glockenblume. Dann habe ich hier weißen Flocks. Ja, jetzt habe ich mal das Farbenblatt weggenommen, weil ich dachte, wir machen mal so drei weiße Blüten, weißer Flocks. Und das nennt sich hier, ich muss immer noch mal. Knorpelmöhre habe ich auf der Wiese ja, gesammelt. Und hier haben wir, das ist Spierstrauch. Und das können wir dann einfach nochmal hier so wunderbar dazwischen packen. Ja, jetzt haben wir hier eine ganz wunderbare kleine weiße Deko. Und bei dieser weißen Deko würde ich das dann so machen, nachdem wir hier unten Wasser reingemacht haben. Ich habe jetzt hier auch noch so weiße Steine. Die würde ich dann hier einfach noch mit dazu legen. Ja, so sieht es hier aus. Also, wie gesagt, man muss die ja gar nicht alle kaufen. Man kann ja ganz viel sammeln gehen. Und das finde ich mit den weißen Steinen, die schwarze Schale, die weißen Blüten, gefällt mir richtig gut. Und da ich jetzt mit euch noch mal eine Möglichkeit zeigen möchte, wo es nur gesammelte Blüten sind. Gucken wir hier nochmal, habe ich noch was Weißes. Können wir dann sogar mal ein bisschen höher machen. Das würde so aussehen. Gefällt mir auch richtig gut. Alles gesammelt. Und es sind jetzt hier vier Ästchen drin. Und das ist doch eine super schöne Deko. Ja, und ich habe ja gesagt, dass man hier auch ein bisschen was Holziges reinstecken kann. Und ich habe jetzt hier einfach mal so einen, ja, ein bisschen höheren Ast von einer Heckenrose. Und das machen wir jetzt hier auch einfach mal rein. Und sieht schon sehr japanisch aus, finde ich.
Also guckt ihr euch das mal an. Ist doch großartig. Also finde ich super schön. Mehr muss man da gar nicht machen. Ja. Also ein so ein Ästchen von der Heckenrose. Manche sind schon aufgeblüht und hier haben wir noch ein paar Knospen. Finde ich wirklich richtig schön. Ja, und jetzt machen wir hier einfach mal ein paar Gräser. Ja, auch das wäre eine andere Möglichkeit. Einfach zarte, ja, Gräser an der Wiese sammeln und hier reinstecken. Macht schon was her. Das ist ja gerade das Schöne, dass man hier wirklich so solitär Blüten, Ästchen wunderbar in Szene setzen kann. Und dann zeige ich euch noch eine Möglichkeit. Und hier habe ich jetzt orientalischen Riesenmohn. Habe ich auch von der Wiese. Ihr seht ihr die Blüte vielleicht, die ist noch nicht aufgeblüht, aber dann, wenn die dann aufblüht, könnte ich mir das auch richtig, richtig abhart vorstellen. Gucken, da hatte ich doch noch einen. Obwohl ich sie jetzt hier in der Vase hatte, dass da ein klein bisschen den Kopf hängen. Das könnte eine Möglichkeit. Das hier ist ein rundblättriger Flieder und der hat schon so ein bisschen hölzernen Stamm, aber wie gesagt, das geht ja hier wunderbar mit dem Igel, mit dem Steckigel. Ja, und dann könnte man da natürlich auch mal wieder die schöne Farn mit dazu stecken. Und ja, irgendeine Farbe vielleicht noch. Was haben wir denn hier noch? Decken wir einfach nochmal die Gerbera dazu. Also ihr seht, ich habe jetzt hier ganz viele Sachen, einfach Gräser oder ja, drei Sachen waren gekauft. Aber alles sieht wirklich richtig schön aus. Und ja, und jetzt machen wir hier nochmal was ganz Zartes. Lauter gebrochen. Kann man dann auch hier unten einfach noch ein paar Blätter mit reinstecken. Wer jetzt den Igel nicht so sehen mag, können wir natürlich auch Blätter. Ja, also ich bin wirklich begeistert von diesem filigranen Gestecken und es ist ja für jede Jahreszeit nutzbar und von daher kann ich euch empfehlen, diesen Kenzan ist es jetzt hier, Metallsteckigel anzuschaffen, wer sowas eben auch mal schön findet. Und der Vorteil ist eben, dass ich wirklich auch Hölzer reinstecken kann. Und unten ist eine Metallplatte drin, ja so eine Bleiplatte, sage ich mal. Und damit ist der auch irre stabil, also echt begeistert. Und ja, natürlich, wie immer, interessiert mich, welche Variante euch am besten gefallen hat. Ja, wir hatten hier die Heckenrose. Das fand ich eigentlich fast am schönsten, muss ich sagen, weil das ja wie so ein kleines Bäumchen denn hier drin war. Oder aber, ja, die lila Variante. Oder dann hatten wir eine ganz weiße. Oder aber, ja, auch mit dem schönen Farn hier. Wie gesagt, eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und ich sage einfach mal wieder viel Freude beim Nachmachen. Und tschüss, bis nächsten Samstag um 8 Uhr, wenn ich das nächste Video hochlade.